Wir starten in diesem Öffentlichkeitsarbeit-Online-Kurs mit dem ersten Modul, wo es erstmal um eure Selbstbeschreibung geht. Bei der Öffentlichkeitsarbeit geht es ja um die Kommunikation nach außen. Aber damit wir das effektiv machen können, müssen wir erstmal nochmal auf uns selber schauen. Denn wir müssen ja immer rüberbringen können, wer sind wir, was machen wir, warum machen wir das. Hier habt ihr ein paar Leitfragen, die ihr beantworten solltet, damit die Leute eben verstehen, wer ihr seid und was ihr macht. Dazu gehört zum Beispiel, was eure Ziele sind, also auf was ihr eigentlich hinarbeitet. Aber auch, ob es vielleicht einen Anlass oder einen Startschuss gab für euer Engagement. Wichtig sind natürlich auch eure Werte, also wofür steht ihr. Und ob ihr eine Art Alleinstellungsmerkmal habt. Denn es wird mit Sicherheit auch noch andere Organisationen geben, die was Ähnliches machen. Und wenn ihr dann eben sagen könnt, was euch besonders macht, was euer Alleinstellungsmerkmal ist, ist das ein Bonus. Wir brauchen all das, damit die Menschen, die von uns hören, sich mit uns verbinden können. Also damit sie verstehen, was zum Beispiel unsere Werte sind oder damit sie sehen, hey, das ist ein cooles Ziel, worauf die hinarbeiten. Das möchte ich auch unterstützen. Vielleicht habt ihr eine besonders inspirierende Vision oder vielleicht seid ihr eine besonders sympathische Truppe, sodass Leute dann den Entschluss fassen, euch zu supporten in der Art und Weise, wie ihr es braucht. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr euch zu Beginn, bevor ihr mit den anderen Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen loslegt, euch die Zeit nehmt und euch darüber in der Gruppe nochmal wirklich klar werdet. Die Fragen, die ich euch eben gezeigt habe, können dafür ein Anhaltspunkt sein. Diese Selbstvorstellung, die ihr dann erstellt, könnt ihr an verschiedenen Orten benutzen. Zum einen mündlich, also zum Beispiel, wenn ihr im privaten Umfeld jemanden trefft, ihr geht zu einer Familienfeier und da ist eine Tante, die ihr länger nicht gesehen habt und die fragt euch, was ihr gerade so macht, was euch gerade so umtreibt. Oder vielleicht habt ihr gerade eine Aktion, eine Demo oder irgendwas und da bleibt jemand stehen und sagt, was soll das denn hier, was macht ihr denn hier? Auch da ist es eine super Gelegenheit, wenn ihr da kurz und knackig auf den Punkt bringen könnt, was ihr macht und vor allem warum, habt ihr vielleicht direkt einen neuen Unterstützer gewonnen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele schriftliche Orte, wo eine Selbstbeschreibung vonnöten ist. Auf eurer eigenen Website seid ihr in der Regel flexibel. Ihr könnt das lang und ausführlich halten für die Leute, die sich wirklich intensiv für euch interessieren und vielleicht sogar eure Gründungsgeschichte nachlesen wollen. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie Flyer oder Social Media Accounts. Da haben wir echt nicht viel Platz und müssen uns wirklich gut überlegen, mit welchen Worten können wir uns kurz und knackig beschreiben, damit die Leute einen guten Eindruck von uns bekommen.